Hi. Ich bin Pamela. Ich bin Michael. Und zusammen sind wir die Brettspielgarde. Ja, willkommen zu unserem Format Zugelaufen. Heute zeigen wir euch Spiele, die irgendwie den Weg zu uns gefunden haben. Ja, schon wieder. Ja, es nimmt kein Ende irgendwie. Nee, nimmt kein Ende. Ja, wenn ihr Näheres zu den Spielen wissen wollt, dann schaut auf jeden Fall mal unser Format Reingeschnüffelt rein. Da berichten wir dann ein bisschen mehr über die Spiele. Ja, zeigen auch Bilder. Genau. Und wie wir die so finden, ne, wenn wir sie gespielt haben. Deswegen auf immer ein Abo da lassen, damit ihr auch nichts verpasst und immer dran denken, die Glocke zu aktivieren. Dann würde ich sagen, los geht's, oder? Los geht's. So, das erste Spiel ist Tapestry. Erweiterung zu dem Spiel. Mhm. Ja, hierzu haben wir schon wir brechen eine Lanze für Video gemacht und da war Tapestry dabei. Wenn ihr also ein bisschen was dazu wissen wollt, dann auf jeden Fall mal reinschauen. So, da habe ich Schlotte der Tiefe. Schlotte der Tiefe, ja. Von Schwerkraft Verlag. Ja, wir sind gespannt drauf. Sieht auf jeden Fall optisch schon mal sehr schön aus. Auf jeden Fall cool, ja. Es geht irgendwie um Ökosysteme. Ja. Und um die Tiefe des Ozeans steht hier drauf. Ne? Und ums Überleben. Ja. Ökosysteme sind eben momentan voll im Trend. Ja, das stimmt. Darauf machen wir einige. So. Night Parade, ein Kickstarter. Ne? Da freue ich mich auch schon drauf. Vor allem. Also, ob man das sieht, das sieht so niedlich aus. So kleine Katzen oder so, ne? Genau. Ja. Und dazu haben wir auch ein, das ist ein asymmetrischer, kann schon gar nicht mehr sprechen, Engine Builder. Also was für dich. Das ist was für mich. Mhm. Ja, gut. Und dazu gibt es auch Erweiterungen. Wird ein, nicht langweilig wird, ne? Zwei Stück. Ja. Aber was gerade irritiert hat, ist, ihr seht das ja von vorne, ne? Und hinten ist es falsch. Ja. Also, beziehungsweise ist vorne falsch drauf, der Deckel quasi. Ja, passiert manchmal, aber ich könnte ja mal in die Kommentare reinschreiben, ich kann das überhaupt nicht ab. Die Deckel und, ja, und Michael vertauscht werden, ne? Hat sich zum Glück jetzt auch schon angewöhnt, danach zu gucken. Na? Gut. Weiter geht's. So, weiter geht's. Paper Dungeons. Jo. Ja, Spieleschmiede, Grimmspire. Ne? Erkritzle dir unsterblichen Ruhm. Ja, so. Ne? Roll and Write. Kurzweilige Kritzelkerkerei steht drauf. Sehr witzig. Ja, wir sind gespannt. Auf jeden Fall was mit Drachen. Drachen gehen immer. Mhm. Genau wie Dinos. Boah, das ist auch etwas Größeres hier. Ja. Der Loop. Genau. Geht um Zeitreisen und ist von Boardgame Box. Da freuen wir uns auch schon drauf. So, jetzt haben wir das hier. Das Kleine, der ist so clever. Clever, ne? Doppel-E, ne? Genau. Ja, das haben wir ja schon gespielt. Das haben wir auch schon in unserem Format reingeschnüffelt, mal gezeigt. Aber das war ein Spiel eines Freundes und jetzt haben wir ein eigenes, weil der wollte sein Spiel auch irgendwann wieder haben. Das macht unheimlich viel Spaß. Ja. Ne? Also das ist wirklich ein schönes Spiel, wenn ihr so Partyspiele mögt, auch noch was mit Wörtern rausfinden. Und assoziieren miteinander. Genau. Ja, sowas wie, weiß nicht, Just One und Cross Clues. Und Codenames. Codenames, das ist ja die ganze Überlegung. Codenames, ja. Klassiker, ne? So. Also, dann auf jeden Fall mal näher anschauen. So. Cloud Age, ja. Da bin ich ganz gespannt drauf, oder wir beide. Das weil sieht cool aus, ja. Das hat ja teilweise sehr negative Kritiken bekommen. Und wir machen uns aber ein eigenes Bild. Vor allem, das machen wir immer so. Das immer. Ja, deswegen werden wir berichten. So. Dann habe ich jetzt ein kleines Dinosaurier-Spiel hier. Ja, auch von Brunch. Boardgame Box. Zeig mal die kleinen Dinos, die dabei sind. Dinos. Mhm. Sind so kleine Dinosaurier dabei. Und das andere muss auch noch holen. Dieses Jurassic Snack ist auch ein Spiel. Das gibt es auch noch. Ja. Ja. Und, aber die Figuren sehen einfach schon so niedlich aus. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, Dinos gehen immer. Deswegen zwei Dinospiele. Mhm. Auch ein Zweierspiele, ne? Okay, zwei Spieler. Für zwei Personen, ne? Zwei Personen, ja. Ja. Wir werden berichten. So, was haben wir noch? Ja, so ein Cluebox ist das. Das ist so ein Rätselspiel, wo man dann irgendwie das irgendwie öffnen muss hier und rätseln muss. Ja, von Itventure. Das haben wir uns auf der Messe 2019 damals schon angeguckt. Wir waren schon begeistert und sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Das will ich mal lösen. Wir werden, oder Michael wird berichten. Natürlich ohne zu spoilern. Nein, nein. So, mal so
großes Spiel. Glory of Knights. Mhm. Oder Glory, a Game of Knights. Das kennt man ja, wenn die Ritter also die Turniere haben mit den langen Stab und gegeneinander kämpfen immer. Ja, Ritterturnier, ne? Genau. Das war ein Kickstarter. Da sind wir auch schon ganz gespannt drauf. Und dann haben wir auch noch Münzen dazu. Und auch noch ein paar extra Sachen hier. So ein ja, Dreads Gold heißt, ne? Dreads Gold einfach nochmal dazu, ja. Ne? Ja. So. Die Münzen sind auf jeden Fall cool. So. So, weiter geht's. Kartografin. Ja, genau. Es ist ein eigenständiges Spiel. Spielt auch im Roleplayer-Universum, ne? Also ähnlich wie Kartograf. Deswegen sind wir gespannt, weil das mögen wir sehr gerne, das Spiel. Oh Gott. Das ist ja nochmal, das ist auch nochmal so ein Pack, ja, genau, mit extra Bögen für Kartograf und Kartografin. Ja, genau. Also damit wir ein paar oft genug spielen können. Genau. Wir brauchen einfach mehr Zeit, glaube ich. Mhm. Ja. So, jetzt haben wir noch ein Spiel. Ja, ne? Ein Spiel haben wir noch für euch. Das ist ein Riesenspiel. Auch im Roleplayer-Universum und war auch Kickstarter Roleplayer Adventures. Ja. Das sieht also hier auch noch viel Spaß aus. Ja, das ist richtig cool. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwann mal auf Deutsch kommen wird. Ich hatte eigentlich gewartet, weil wenn es Deutsch gibt, dann wollen wir immer gern Deutsch haben, obwohl wir Englischspiele auch viele haben und spielen. Aber das testen wir jetzt auf Englisch und wir werden berichten. Das sieht auf jeden Fall cool aus. Ja. Ihr könnt ja auf jeden Fall mal in die Kommentare reinschreiben, welche Spiele euch so vielleicht besonders interessieren. Dann können wir das vielleicht ein bisschen mit einplanen. Ne? Ja, und ansonsten freut euch auf die nächste Folge von Zugelaufen. Ihr seht uns spätestens beim nächsten Video. Alle für Brettspiele. Ein Brettspiel für alle. Tschüss. Ciao.